Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Reaktionsvideo. Es gibt ein neues Animationskurzvideo von Genshin Impact. So ähnlich wie das, was wir von Alecchino hatten. Das scheint jetzt wohl so eine neue Art von, ja, Format zu werden. Also das heißt, wir haben jetzt nicht immer nur die Trailer zu den einzelnen Versionen, sondern zusätzliche Videos eben in Form von diesen Animationen, die, kann man zumindest vermuten, vielleicht in die Richtung gehen, dass so vielleicht auch oder so ähnlich vielleicht auch der Anime aussehen könnte natürlich. Reine Spekulation natürlich. Aber ja, es gibt uns vielleicht schon mal einen Vorgeschmack, man weiß es nicht. Aber wenigstens bist du noch irgendwo auf dieser Welt. Die Spur der Sternschnuppe, die einst über den Himmel zog, ist nun der unbeschrittene Weg, der mich zu dir führen soll. Und ja, ich habe es noch nicht gesehen, ich würde sagen, direkt, let's go. Aber ich glaube, die macht die Facecam wieder auf die andere Seite, da war die immer irgendwie besser und vielleicht noch ein bisschen kleiner. So. Das sieht auf jeden Fall schon wieder hammergeil aus, so ähnlich wie bei Alecchino. Ach ja, genau, und Lumine und Eva waren im Thumbnail, also ich meine, das wusste man jetzt schon, dass die vorkommen. Und ich meine, das war ja, also das, was wir gerade gelesen haben, das war ja auch offensichtlich auf die beiden bezogen. Irgendwo da draußen ist sie noch. Das wäre auch mal richtig geil, sorry, dass ich unterbrechen muss, aber das wäre auch mal richtig geil, wenn man mal so eine Rückblende spielt. Wir haben doch mal bei Caribert haben wir doch mal, da sind wir doch in einer Quest mal in die Vergangenheit gereist, ne? Es wäre richtig geil, wenn man mal so in die Kindheit, oder vielleicht nicht früheste Kindheit, aber wenn man so, so einen Einblick hätte, wie die beiden halt irgendwann mal zusammen, keine Ahnung was gemacht haben, also wo halt noch alles gut war, bevor sie getrennt wurden, whatever. Sowas wäre irgendwie mal cooler als Quest auch, ne? Also wo ein Paimon zum Beispiel auch gar nicht dabei ist. Das würden die meisten Leute bestimmt lieben ohne Paimon. Genau. Kappa natürlich. Kein Paimon-Hater. Ich bin kein Wait. What is happening? Wieso wird da jetzt gesungen? What is happening? Sieht doch ein bisschen anders aus als bei Alecchino tatsächlich. Ein bisschen anderer Stil. Weiß man eigentlich, was Kanon ist? Ist eigentlich Aether Kanon oder Lumine? Also wer von beiden ist der derjenige, der verschwunden ist und wer ist derjenige, der mit Paimon ist? Schon Eva eigentlich, oder? Glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich hätte ich jetzt vermutet. Also im Anime müssten sie sich ja, falls der Anime aufs Spiel bezogen ist, also falls er in der Zeit vom Spiel spielt, müssten sie sich eigentlich entscheiden, wer ist der Gute und wer ist der Böse. Also aus der jetzigen Sicht sozusagen. Das wäre mal interessant. Aber krasse Animationen, ey. Also selbst wenn das nichts mit dem Anime zu tun hat, ist es trotzdem krass. Was ist... Es tut mir leid, letzte Unterbrechung. Ich finde halt, für so ein extra Content-Piece ist das halt zu gut. Wisst ihr, was ich meine? Also, warum würden sie sich jedes Mal die Arbeit machen? Ich meine, gut, okay, dass sie immer mal wieder so ein bisschen einen anderen Stil haben, spricht nicht gerade dafür, zugegebenermaßen. Aber warum würden sie sich extra so viel Mühe machen? Also vor allem in letzter Zeit. Ich meine, ich habe immer die neuen Versionen verfolgt und diese Animationskurzvideos, die gab es sehr selten. Also gab es ein, zwei vielleicht und jetzt gibt es sie in jeder Version. Also I don't know, ich sag ja nur. Die Musik ist sehr schön.
Okay, Paimon sieht ein bisschen komisch aus. Aber das ist dann echt auch immer so, sorry, letzte Unterbrechung. In jedem Animationsvideo, ne, auch in der offiziellen Ankündigung vom Anime, dass sie jetzt mit Ufotable zusammenarbeiten an der Animation, auch da sah Paimon irgendwie super weird aus. Ich weiß nicht wieso, irgendwie immer außerhalb vom Spiel sieht Paimon weird aus. Wahrscheinlich deswegen, weil man Paimon so krass gewohnt ist. Aber keine Ahnung, sie sieht in-game einfach immer ganz anders aus als in diesen Animationsvideos, finde ich. Uff, die zwei Sterne, oh je. Na, das war's eh schon. Also, ich muss sagen, geil. Also, wenn das irgendwas mit dem Anime zu tun hätte, was es wahrscheinlich nicht hat, egal. Jedenfalls würde ich sagen, das wäre ein gutes Ending-Theme. Das wäre ein gutes Ending-Theme. Ja, so richtig emotionale Abschluss von der Folge und dann kommt der Main-Part von dem Anime, von dem Song für den Anime. Aber ja, also ich meine, also das ist halt etwas, was ich bei Genshin Impact wirklich echt appreciate, diese zusätzlichen Content-Sachen, wo man halt auch wirklich merkt, okay, sie verdienen zwar sehr viel Geld mit dem Spiel und das ist natürlich wahrscheinlich der Hauptantrieb, warum es dieses Spiel gibt, beziehungsweise warum es weitergeht mit dem Spiel. Aber ganz ehrlich, für sowas appreciate ich sie schon. Also ich kenne andere Spieleentwickler oder halt Studios oder whatever man es nennen will. Die nehmen halt wirklich dein Geld und geben dir eigentlich nie wirklich was zurück, sag ich mal. Also die machen halt ihr Spiel, keine Frage, aber sie geben dir nie wirklich so krasse Extras. Oder ich finde solche Sachen, das kostet Geld, ja, das kostet richtig viel Geld und auch der Anime wird sehr viel Geld kosten, wo die bestimmt nicht sicher wissen, ob das auch wirklich ein Profit dann wird und so. Also ich finde, das ist schon nicht selbstverständlich. Also es gibt genügend Firmen, die nehmen sehr viel Geld und man hat nicht das Gefühl, dass das wirklich in das Produkt zurückfließt, sondern eher, dass 99% abfließt und 1% wird zur Aufrechterhaltung oder ein bisschen Weiterentwicklung verwendet. Und ich denke, Genshin, sicherlich, sie werden auch sehr viel einbehalten, keine Frage. Also ich meine, ja, so funktioniert das im Leben. Man muss Geld verdienen, es muss sich lohnen, sonst macht man es nicht. Aber ja. Das finde ich trotzdem cool. Es ist nicht selbstverständlich und wie gesagt, viele Spiele machen sowas nicht. Und ich finde das bei Genshin richtig nice. Auch wenn es mit dem Anime langsam so ein Thema wird im Sinne von, wann kommt es endlich? Es gibt literally keine Informationen und wir warten und warten und warten. Aber sowas gibt mir immer wieder Hoffnung, muss ich sagen. Und ja. Ansonsten kann ich nicht wirklich was zu sagen. Ich habe das Video nicht wirklich so krass analysiert, muss ich sagen. Ich habe es einfach nur genossen anzugucken. Es gibt ja immer Leute, die interpretieren in jeden Frame irgendwas rein. Ja, im Endeffekt zeigt das Video halt vor allem, dass halt beide getrennt sind, beide getrennt voneinander diese Reise angetreten sind und sich aber offensichtlich nach dem anderen sehnen. Und ja, aber wie gesagt, kann man jetzt auch sehr viel eininterpretieren. Mache ich jetzt nicht. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.